Und damit zurück zu einer weiteren Folge von 94 Grad. Bei Level 324 mal stehen geblieben, das blaue Feld beim Logo von Danone. Ich könnte tippen. Ich könnte höchstens tippen. Ich tippe einfach mal. Auf ein N. Na, das N ist es nicht ganz. Entweder das A oder halt wirklich das Feld da hinten. Okay, das ist das Feld da hinten. Das Feld von Danone, vom Danone-Logo ist blau, ja. Montana, der Staat Montana. Hier in etwa. Hier so würde ich sagen, einer von den dreien. Ich tippe einfach mal hier hin. Ein bisschen weiter weg. Eiskalt. Vielleicht hier. Ja, und das ist der Staat Montana gewesen. Yes. Und nächste Herausforderung dauert noch eine Weile, bis wir dort sind. Afghanistan. Gute Frage. Erstmal hier hintippen. Na, gar nicht so schlecht. Aber in Afghanistan ist nicht so ein großes Land, ne? Das ist, das hat man irgendwie letztes Mal schon geklärt. Was war das gewesen? Schön vergessen. Auf jeden Fall war das anders gewesen. Afghanistan eventuell hier. Heiß, heiß, heiß. Da ist also Afghanistan. Ist ja spannend. Das ist echt traurig, dass sie vermehrt in letzter Zeit so viel Werbung reingeknallt haben. Das ist schade. Ein Labrador! Was war denn ein Labrador? Ist das ein Labrador? Das oder das hier? Ich nehme mal den hier. Eiskalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder der hier? Wenn es eiskalt war, das kann es ja nicht der hier sein, würde ich sagen, es ist der hier. Ne, fast. Ist das ein Labrador? Nein, das kann doch kein Labrador sein. Ist er auch nicht. Ach, hier hinten, das ist er doch, ne? Das ist doch doch. Genau. Da habe ich den gerade übersehen. Ne, egal. Der schiefe Turm von... Ach, leck mich. Wo haben wir den denn? Müsste ich jetzt wirklich absolut raten. Der schiefe Turm von Pisa. Das ist ein... tja. Tja, gute Frage. Ist ja auch komplett die ganze Weltkarte gezeigt, ne? Nicht nur der kleine Teil, sondern die gesamte Weltkarte. Der schiefe Turm von Pisa. Hier unten vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Ich tippe aber mal auf hier hinten irgendwo. Erstmal. Ja, so schlecht ist es gar nicht gewesen. Das Land vielleicht. Na, jetzt wird es ein bisschen kälter. Wärmer. Wärmer, wärmer, wärmer. Kälter. Nicht, dass ich alle Pins aufbrauche, das finde ich cool. Gut, wärmer, geh weg. Das schon wieder so an, dass ich jetzt 10 Pins raushaue für eine einzige Frage. Ja, heiß. Kannst du nur entweder das daneben sein? Ist aber nicht in Italien, oder? Nicht direkt in Italien. Das Ding steht in Italien. Okay. Dresden! Einen einzigen Pin habe ich.
Da einfach, würde ich sagen. Na, vielleicht ein Stück höher. Da. Ein Stück höher, minimales Stückchen höher, würde ich es noch setzen. Oh, nicht mal ansatzweise, glaube ich. Dann ist es, glaube ich, irgendwo hier unten. Aber wir haben leider keine Pins mehr. Die 50 Pins sind immer echt zu schnell leer. Ne? Das ist unfassbar. Okay, 7 zumindest noch. Bis wir wieder ein paar neue Punkte haben. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Level 329 Dresden. Also entweder da oben oder da, wo mein Pin jetzt steht. Also irgendwie da in der Nähe war es gewesen. Ganz in der Nähe. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge von 94 Grad. Und tschüss, bis dann.